Startschuss zur 20. Mountain Attack in Saalbach-Hinterglemm. Wie immer standen drei Strecken zur Wahl. Das reine Aufstiegsrennen hinauf auf den Schattberg, die Tour mit ihren 2036 Höhenmetern und natürlich die Königsdisziplin, der Marathon. Über 6 Gipfel, 40 Kilometer und 3010 Höhenmeter. Bei perfekten äußeren Bedingungen wurde an der Spitze an diesem Tag mächtig aufs Tempo gedrückt. Verantwortlich dafür war vor allem Michele Boscacci, der bei guter Hälfte des Rennens nur noch seinen italienischen Landsmann Tadej Pivk im Schlepptau hatte. Die österreichischen Favoriten Christian Hoffmann und Jakob Herrmann hatten hingegen schon einen Respektabstand aufgerissen. Mit einbrechender Dunkelheit ging es dann auf den Pisten des Glemmtals richtig rund. Jedes Jahr aufs Neue ist das ein beeindruckendes Schauspiel. Und ganz egal, wer wo und vor allem wie schnell unterwegs war, die Leistung jedes Einzelnen war einmal mehr einfach nur bemerkenswert. Die Spitze des Feldes war in der Zwischenzeit schon längst am Weg zurück nach Saalbach, wo bereits hunderte Zuschauer gespannt auf die Ankunft der ersten Marathonstarter warteten. Und die kamen dann schneller als von vielen erwartet. Der erste war Michele Boscacci mit einer sagenhaften Siegerzeit von 2 Stunden, 18 Minuten und 57 Sekunden. Pulverisierte er den Streckenrekord von Toni Palzer aus dem letzten Jahr, nämlich gleich um mehr als 2,5 Minuten. Länger hätte das Rennen aber vielleicht nicht mehr sein dürfen, denn Tadej Pivk und Jakob Herrmann kamen zum Schluss immer näher und belegten mit lediglich 21 bzw. 26 Sekunden Rückstand die starken Ränge 2 und 3. Einmal die Mountain Attack zu gewinnen, war eines der ganz großen Ziele in meiner Karriere als Skibergsteiger. Und ich muss sagen, das jetzt geschafft zu haben, ist echt ein Traum. Ich bin im siebten Himmel. Die Zuschauer gigantisch, also es ist so geil einfach zum Laufen in Saalbach. Mein erstes Mal auf der Marathonstrecke und gleich am Podium. Unterm Streckenrekord vom Toni blieben, die Verhältnisse waren gigantisch, aber echt geil, also Wahnsinn. Ähnlich spannend wie das Herrenrennen war auch jenes der Damen. Das bessere Ende für sich hatte dann für viele etwas überraschend die Abtenauerin Michaela Essel, war es doch ihr erster Renneinsatz nach fast 2 Jahren. Platz 2 ging an die Favoritin Katja Tomatis, Rang 3 sicherte sich die junge Veronika Meierhofer. Ja, ich habe heute wirklich nicht damit gerechnet, ich habe mir gedacht, wenn ich Zweite wäre, dann bin ich voll zufrieden. Also ich hab mir das nicht gedacht, dass mir das eigentlich irgendwie so angegangen ist, der ganze Rennflair und so. Aber wenn man dann ins Ziel kommt und alle Leute filmen, so mit der mit am Schattberg oben, es haben so viele Michi geschrien, das pusht dann so und das ist so schön und das ist echt der Wahnsinn. Die Sieger konnten natürlich um die Wette strahlen, aber auch für alle anderen war die Mountain Attack einfach nur ein Erlebnis. Ja, ich habe das von meinem Papa zum 20. Geburtstag gekriegt und es war Wahnsinn. Ich bin richtig stolz auf mich selber. Ganz gewaltig, es ist weit das beste Event im Winter jedes Mal. Geil, Mountain Attack! Derartig positive Rückmeldungen haben sich Organisator Roland Kurz und sein Team über 20 Jahre hart erarbeitet. Ja, wenn man in die Gesichter der Athleten schaut und auch der Zuschauer, der Familien, die mit sind und anfeuern, ja, da geht einem schon das Herz auf, aber das geht nicht alleine, es geht mit starken Partnern, mit starken Sponsoren und natürlich auch mit einem starken Team und danke auch in diesem Zusammenhang alle diese Leute.